ohne diese Urszene, dieses Urdrama, diesen Grausamkeitsvergewaltigungsakt, sie dennoch so lange so orgeln, zu orgeln, bis sie am Ende ermattet ihr Einverständnis signalisiert. Keine Bewusstseinsentstehung auf beiden Seiten nicht, und dies hin wiederum ist abhängig von dem bereits abgekoppelten, sich verselbstständigt habenden Begehren, frigidisierten Begehren, das hin wiederum auch eine Folge und eine Ursache zugleich dieser Vergewaltigungsvorgänge darstellt, sodass also sowohl das Gesetz der Trittveränderung, des nie hinreichen Dürfens, des nie auffüllen Könnens, des nie stillen Könnens dieses abgrundtiefen Rotationskernring-Generator-Schwarzlochs, das dennoch durch den Mangel Riss, Kluft, Spalt, der in einen geschlagen wurde, hin aufgefüllt werden soll, im lügnerischen Versprechen, hier seine Wiederergänzung, wieder seine Vervollständigung wieder zu erlangen. Punkt, Punkt, Punkt. Vergewaltigung führt zur Abkoppelung des Begehrens, Abkoppelung des Begehrens, der Unstillbarkeit, das Terniere, das andere, führt wieder zur Vergewaltigung. Und so hängt Grausamkeit mit Begehren, mit Bewusstseinsentstehung, mit Unstillbarkeit grundsätzlich fundamental zusammen, als erster Spaltungsvorgang, diesen Körper da nicht mehr zu sein, sondern zu beobachten, ihn aus einer Trance, einer entfernten, einer abgespaltenen, abgekoppelten Position, was mit ihm geschieht, in diesen Verletzungen, in diesen Verwundungen und am Ende der Höllenritte dann auch in dessen Verzauberungen und Ekstatifizierungen. Und dieser Vorgang dann wird auf das ganze Wahrnehmungsfeld übertragen, sodass die menschliche Welt nicht wie die tierische Welt konstituiert ist, in der es keine Qual um der Qualwillen gibt, in dem das Drama des Todes durch die Gnade der Nichtwahrnehmung oder nur eines kurzen Moments des Todesschreis quittiert wird, während bei Menschen kontinuierlich die Verlustwiederholung, kontinuierlich die Tortur, kontinuierlich die Grausamkeitsspanne aufrechterhalten wird. Allerdings eben auch so, dass das Reale, das einen irgendwann fressen wird, aber im Alltag vergessen wird und als wohlwollend aufgefasst werden muss zu Überlebenszwecken, dass dieses Reale, um es zu ertragen, im meisten hinter die Milchglasscheibe, hinter die Aquariumscheibe des Vergessens gedrängt wird. Hallo Skylo.